Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es wieder um einen Cold Case, und zwar einen vermissten Fall aus dem Jahr 1996. Damals verschwand Natalie Leonard. Dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen Y-Sendung Wo ist mein Kind? Am 24. Juli 2019. Dies ist ein Fall, der in der Öffentlichkeit leider sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Auch heute ist recht wenig zu diesem Fall im Internet zu finden. Meist nur Verweise auf die damals bevorstehende Sendung bei Aktenzeichen Y. Natalie verschwand am 14. Juni 1996 und ist zum Zeitpunkt des Verschwindens 14 Jahre alt. Mittlerweile sind 27 Jahre vergangen. Das heißt, wenn sie noch lebt, ist sie mittlerweile 41 Jahre alt. Sie war zuletzt in der 7. Klasse. Geboren wurde sie am 11. November 1981 in Saarlouis. Das liegt nordwestlich von Saarbrücken und ca. 30 Kilometer von der deutsch-französischen Grenze entfernt. Ihre Mutter ist bei der Geburt erst 17 Jahre alt und geht zu diesem Zeitpunkt auf eine Berufsschule. Ihr Vater arbeitet als Ofenbauer. Die kleine Familie bezieht dann eine gemeinsame Wohnung und es folgen noch zwei Geschwister. Nach 2 Jahren ein Bruder und nach 8 Jahren eine Schwester. Bis zu ihrem 10. Lebensjahr verbringt Natalie eine fröhliche Kindheit und hat ein sehr enges Verhältnis zu ihren Geschwistern. 1994, Natalie ist mittlerweile 12 Jahre alt und besucht die 5. Klasse der Sekundarstufe in Wallerfang. Sie wird als aufgeschlossen, intelligent und beliebte Schülerin beschrieben. Ihren Vater sieht Natalie aber eher selten, denn dieser ist während der Woche auf Montage. Und wenn er dann am Wochenende zu Hause ist, kommt es oft zu Spannungen. Und im Laufe der Zeit gibt es Probleme in der Ehe und Natalie leidet sehr unter den Streitereien ihrer Eltern. Irgendwann wurden diese Spannungen zu viel. In der Darstellung berichtet die Mutter, dass es für sie irgendwann zu viel wurde und sie hat dann seine Sachen gepackt und ihn aus der Wohnung geworfen. Gut, wenn man sich die Situation einmal anguckt, der Vater ist die ganze Woche auf Montage, hat wahrscheinlich sehr viel zu tun. Und wenn er dann am Wochenende zu Hause ist, möchte er wahrscheinlich einfach entspannen und seine Ruhe haben. Und ja, da er die ganze Woche dann halt nicht zu Hause ist, möchte natürlich seine Frau und vor allen Dingen auch seine Kinder viel Zeit mit ihm verbringen. Und das ist natürlich eine Sache, wo es dann oftmals in diesen Konstellationen Probleme gibt. Auf der einen Seite versteht der Vater nicht, dass man ihn nicht versteht, dass er einfach seine Ruhe haben möchte, dass er entspannen möchte. Und auf der anderen Seite verstehen halt die Kinder dann nicht, wenn er schon die ganze Woche weg ist, warum er dann im Prinzip keine Zeit oder kein Interesse an ihnen hat. Das hat aber dann meistens nichts mit Zeit oder kein Interesse an ihnen hat, sondern es liegt einfach daran, dass man dann kaputt ist. Ich will dir nichts beschönigen, aber es ist einfach so, wenn man auf Montage ist und da muss man gewöhnlicherweise sehr viel arbeiten, oftmals auch Überstunden und ja, dann braucht man am Wochenende seine Ruhe, die Familie braucht einen. Das ist immer so ein sehr kompliziertes Ding. Aber machen wir weiter in dem Fall. 2 Jahre nach der Trennung, also 1996, zieht die Mutter dann mit ihren Kindern in eine neue Wohnung nach Altvorweiler. Natalie ist mittlerweile 14 Jahre alt und kapselt sich immer mehr ab, denn sie kommt in die Pubertät. Die Mutter berichtet, dass es mit Beginn dieser Pubertät eben immer schwieriger war, an sie heranzukommen. Als die 4 dann nach Altvorweiler gezogen sind, hat Natalie einen neuen Freundeskreis aufgebaut. Und dann hat sie sich vollkommen verändert. Sie wollte machen, was sie wollte und wollte auch nicht mehr richtig in die Schule gehen.
Ihr Interesse lag bei Partys und einfach weggehen. Das heißt dann einfach eben mit Freunden treffen oder ähnliches. Und wie schon gesagt, bald hatte sich Natalie dann eben einen neuen Freundeskreis auch noch außerhalb der Schule aufgebaut. Und von diesem Freundeskreis wussten selbst ihre engsten Freundinnen nicht, in welchen Kreisen sie da genau verkehrt. In Aktenzeichen Y in der Darstellung wird so ein bisschen angedeutet, als wenn das nicht so ganz gute Kreise sind. Aber ich will da nicht tiefer reingehen, aber so wurde es auf jeden Fall angedeutet, zumal eine Freundin dann zu ihr sagte, sie soll auf sich aufpassen. Und eine der damaligen Freundinnen kommt dann auch in der Darstellung zu Wort und berichtet, dass sie dann in schlechte Kreise geriet, in denen auch mit Drogen experimentiert wurde. Und Natalie hat natürlich dann auch Drogen ausprobiert. In dieser Zeit stellte sie die Geduld ihrer Mutter oft auf die Probe. Immer wieder verlässt sie nachts die Wohnung, um mit ihren neuen Freunden zu feiern. Sie hat sich zu diesem Zeitpunkt auch nichts mehr verbieten oder sagen lassen. Am 13. Juni 1996, einen Tag vor ihrem Verschwinden, fährt die Mutter Natalie und ihren Bruder zur Schule. Die Mutter fährt danach zu ihrer Arbeit und nachdem sie Feierabend hatte, fuhr sie zu ihrer Mutter, also zu Natalies Großmutter, da vereinbart worden war, dass man sich dort trifft. Und die Mutter ging davon aus, dass Natalie schon dort ist, wenn sie ankommt. Aber als die Mutter dort ankam, war Natalie nicht dort. Laut der filmischen Darstellung musste Natalie an diesem Tag nachsitzen. Sie wird noch von einer Freundin gefragt, ob sie denn danach auch noch vorbeikommen will. Aber Natalie sagt, dass dies nicht geht, da sie verabredet ist. Sie hat sich mit ihrem neuen Freund verabredet. Als Natalie dann am Nachmittag immer noch nicht da ist, wird ihre Mutter unruhig und fährt zur Schule und spricht dort einen Lehrer an. Dieser erklärt ihr, dass Natalie nachsitzen muss und bringt sie zu dem Klassenraum, in dem Natalie dann sein soll. Allerdings war Natalie schon weg. Und Natalie kam auch am Abend noch nicht zurück. Und die Mutter ruft dann bei der besten Freundin von Natalie an. Und diese erzählt ihr, dass Natalie bei ihrem neuen Freund sein dürfte. Das Problem ist, dass die Mutter diesen Freund, in der Darstellung wieder Thomas genannt, gar nicht kennt, also nicht persönlich. Aber sie scheint eine Telefonnummer von ihm zu haben und ruft dort an. Allerdings erreicht sie niemanden. Nach einer schlaflosen Nacht fährt sie dann am nächsten Morgen zu der Wohnung von Thomas. Aber weder Thomas noch Natalie sind dort. Aber die Schwester von Thomas öffnet ihr. Und diese meint, dass sie die beiden gesehen hat und sie ziemlich sicher ist, dass Natalie in der letzten Nacht dort geschlafen hat. Zu dem Zeitpunkt, wo ihre Mutter nach ihr sucht, hält sich Natalie an der Sekundarschule in Saar-Wellingen auf, und zwar mit ihren neuen Freunden. Um was zu rauchen zu besorgen, wollte einer der Freunde dann nach Saarbrücken fahren. Und Natalie bietet an, ihn zu begleiten. Dieser gab dann später an, dass er sie mit dem Auto nach Saarbrücken gefahren hat und sie am Staatstheater herausgelassen hat. Er gab weiterhin an, dass sie dann in Richtung Saarufer gegangen ist. Auf jeden Fall hat er es so gesehen. An den Saarwiesen wurde damals gedealt. Eventuell hat sie einen dieser Personen getroffen. Die sofortigen Ermittlungen der Polizei und Befragungen der Zeugen aus Natalies Umfeld ergeben keine konkreten Hinweise. Auch die Suchplakate von der Mutter und den Freundinnen, die verteilt werden, bringen keine Hinweise. So, das war die filmische Darstellung des Falls. Dann in der Nachbesprechung wird dann berichtet, dass die Familie noch weitere Nachforschungen angestellt hat. Und dabei erfuhr die Mutter, dass Natalie noch jemanden in Saarbrücken kannte, aber es nicht bekannt ist, um wen es sich handelt. Die Information hatte sie aus der damaligen Clique von Natalie. Aber anscheinend wussten diese den Namen auch nicht. Auf jeden Fall wird da nichts Konkretes erwähnt.
Insgesamt gab es da also auch keine weiteren Informationen. Es wurde danach noch einmal konkretisiert, wo Natalie zum letzten Mal gesehen wurde. Derjenige, der Natalie gefahren hat und sie nach seinen Angaben am Staatstheater aussteigen ließ, soll sie dann noch unter der Wilhelm-Heinrich-Brücke am Saarufer in Richtung der Saarwiesen entlang gehen gesehen haben. Und danach hat sich dann ihre Spur verloren. So wie es aussieht, hat auch die Aktenzeichen-Y-Sendung keine weiteren Erkenntnisse gebracht. Also, was könnte mit Natalie passiert sein? Sie war in der Pubertät, hatte neue Freunde, anscheinend auch einen neuen festen Freund, wenn nicht sogar ihren ersten Freund, bei dem sie in der Nacht vor dem Verschwinden geschlafen hat, so wie es aussieht. Sie war zu Hause aufsässig und sehr freiheitsliebend. Vermutlich hat das nicht nur mit der Pubertät zu tun, sondern eventuell sind das auch noch Nachwehen aufgrund der Trennung ihrer Eltern, die ihr immer noch Probleme bereitet. Kommen wir nun zum Tag des Verschwindens. Sie hat anscheinend die Nacht bei ihrem neuen Freund Thomas verbracht. Dies wurde laut der Darstellung von seiner Schwester bestätigt und vermutlich später auch von ihm. Danach sind diese zur Schule, vermutlich Natalies Schule, gegangen und haben sich dort mit weiteren Freunden getroffen. So vermutlich deren Aussagen. Dort wird dann weiterhin gesagt, dass sie sich etwas zum Rauchen besorgen wollten, aber niemand mehr etwas hatte. Einer der Freunde hatte wohl schon geplant, nach Saarbrücken zu fahren und laut der Darstellung hat sich Natalie dann angeboten, mitzufahren. Und laut dieser Darstellung der Freunde hat dieser sie dann aber nur hingefahren und dort abgesetzt. Das heißt, sie sollte das Zeugs dann wohl alleine kaufen. Und weiterhin die Frage natürlich, wenn ich so etwas kaufen will, warum nehme ich dann jemanden unerfahrenen Minderjährigen mit und setze ihn dann einfach ab? Und wie war denn bei dieser Darstellung geplant, dass sie wieder zurückkommen soll? Hatte man da einen Plan oder wurde dieser Plan einfach in der Darstellung nicht erwähnt? Da stellt sich für mich auf jeden Fall die Frage, ist sie denn überhaupt in Saarbrücken angekommen? Oder hat es diese Fahrt nach Saarbrücken überhaupt gegeben? Es gibt irgendwo dafür ja keine weiteren Zeugen. Ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber das ist natürlich eine Sache, die man auch sich fragen muss. Dann soll sie ja laut Aussagen der Clique bzw. der Freunde noch jemanden in Saarbrücken gekannt haben. Aber niemand kannte anscheinend den Namen und wusste, um wen es sich dabei handelt. Wenn sie doch mit diesem Thomas zusammen war, warum sollte der denn dulden, dass sie noch eine weitere, vermutlich männliche Bekanntschaft in Saarbrücken hat? Nächste Frage, wie glaubwürdig ist die Aussage der Schwester von Thomas, dass sie dort übernachtet hat, also Natalie dort übernachtet hat? In der Darstellung stellt sie diese Übernachtung in der Wortwahl als nicht sicher dar, sondern dass sie ziemlich sicher ist, aber keine ganz klare Aussage, Marke, ich bin mir sicher. Es mag an der Darstellung liegen oder vielleicht hat man auch mit der Darstellung, weil ich meine, die bei Wo ist mein Kind sind immer ein bisschen sorgfältiger. Die Darstellung sollte auch signalisieren, dass es nicht hundertprozentig klar ist, ob sie dort überhaupt geschlafen hat. Also für mich ist eine der zentralen Fragen überhaupt, gab es diese Fahrt nach Saarbrücken? Hat man zum Beispiel den Wagen untersucht, ob es irgendwelche Spuren in dem Wagen von Natalie gibt? Es könnte ja sein, dass sie vorher noch nie mit diesem oder in diesem Wagen mitgefahren ist. Und wenn es das erste Mal war, muss es ja auf jeden Fall irgendwelche Spuren von ihr geben, Haare oder wie auch immer. Dann stand ja noch die Theorie im Raume, dass sie abgehauen sein könnte. Okay, sie hatte zu Hause Stress, Pubertät, aber solche Probleme sind nicht gerade selten. Ich denke mal, jeder von uns war auch in der Pubertät nicht gerade einfach und das Elternhaus oder das Elternhaus und die Eltern gingen einem mit den Regularien einfach nur auf die Nerven.
Weiterhin hat sie aber einen Freund, bei dem sie, wenn auch unerlaubterweise, anscheinend übernachtet hat. Würde sie denn diesen einfach so verlassen? Wo hätte sie denn hingewollt? Zu demjenigen in Saarbrücken? Zu dem sie dann einen Freund aus der Clique eventuell fährt? Merkwürdige Vorstellung. Sie hatte nichts dabei, keine Kleider zum Wechseln, kein Geld und anscheinend auch nichts, was ihr irgendwie wichtig war. Also für mich ist sie nicht freiwillig verschwunden. Auch wenn es aufgrund der Streitereien und Problematiken irgendwie danach aussehen könnte, glaube ich nicht daran. Ich habe da irgendwie eine ganz andere Theorie. Was ist, wenn sie weder freiwillig verschwunden ist, noch getötet wurde? Wir müssen bedenken, die Jugendlichen haben Drogen genommen. Es wurde gesagt, sie haben mit Drogen experimentiert. Also scheinen sie noch in so einer Findungsphase zu sein und kennen sich da anscheinend auch nicht so richtig gut mit aus. Was ist, wenn Leonie mit experimentiert hat an diesem Abend, in dieser Nacht und eine Art Überdosis hatte? So wie ich die Darstellung bisher verstehen konnte, ist Natalie ja zumindest immer abends nach Hause gekommen, aber in dieser Nacht nicht. Vielleicht ist es wirklich so gewesen, dass man mit Drogen experimentiert hat und Natalie ging es nicht gut. Und sie ist, sagen wir mal, schlussendlich daran gestorben. Vielleicht haben die Freunde dann Panik bekommen und Natalies Leiche weggeschafft. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass man so eine Situation hat und die Leute dann, sagen wir es mal so, eine Leiche dann wegschaffen, weil sie Panik haben. Nicht Panik deswegen, dass man ihnen irgendwo einen Mord oder ähnliches unterschieben könnte, sondern dass es eventuell darum geht, unterlassene Hilfeleistung oder eben, da sie aufgrund von Drogen gestorben ist, dass da Ermittlungen durchgeführt werden oder ähnliches. Es gibt ja auch anscheinend, zumindest anhand der Informationen, die ich zur Verfügung hatte, keine anderen Zeugen außer den Freunden und der Schwester. Also von der Familie oder anderen Personen ist sie ja praktisch seit dem 13. nicht mehr gesehen worden. Man hat sie, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, letztmalig in der Schule gesehen, als der Lehrer sie dann halt zum Nachsitzen verdonnert hat. Und danach dann nicht mehr. Keine Freundin, also außerhalb dieser Clique, keine Geschwister, keine Mutter. Und bei der Großmutter ist sie auch nicht gewesen. So, das war es erst einmal zu diesem Fall. Wie schon gesagt, ich glaube, der Fall ist in den Medien immer ziemlich untergegangen. Vor allem in den letzten Jahren war auch nichts mehr darüber zu lesen. Eben auch nicht nach dieser Darstellung bei Angst Y. Normalerweise folgen ja noch weitere Berichte zu dem Fall. Die Medien greifen es wieder auf, die Printmedien. Aber nee, hier war anscheinend leider nichts. Wie schon gesagt, das Ganze ist von mir dann nur Spekulation, was ich mir vorstelle, was da passiert sein könnte. Natürlich kann es auch so gewesen sein, dass dieser Freund oder Bekannte sie nach Saarbrücken gefahren hat, dass sie dort dann was zu rauchen kaufen sollte, dass geplant war, dass sie dann eventuell mit dem Zug oder ähnliches zurückfährt und dass sie dann dort, als sie das Zeug kaufen wollte, an jemand Falschen geraten ist und derjenige sie getötet hat. Die Option gibt es natürlich auch noch. Das Einzige, was ich hier wirklich komplett ausschließe, von meinem Gefühl her, ist der Punkt, dass sie weggelaufen sein könnte. Denn wenn sie weglaufen wollte, dann hätten ja ihre Freunde, ihre Clique zumindest etwas mitbekommen, denn das waren ja ihre Bezugspersonen in dem Sinne. Mittlerweile, Bezugspersonen, Familie. Und zumindest der Freund, mit dem sie dann zusammen war, hätte sich dann ja irgendwann dazu geäußert, denke ich mir mal, wenn er ein bisschen etwas für sie empfunden hat. Okay, jetzt war es jetzt aber wirklich einmal mit dem Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen. Je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.